Hallo und ganz herzlich willkommen zum Arbeitsschutz-Experten-Talk. Heute bei mir zu Gast ist Ernst Friedrich Pernack. Er ist Vorsitzender des Ausschusses für Arbeitsstätten und Vorsitzender des Vereins Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamter und Vizepräsident der FASI. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, schönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich freue mich. Sie haben uns gleich drei Themen mitgebracht, die auch beim Kongress bei der Arbeitsschutz aktuell vom 18. bis zum 20. Oktober auf der Messe Stuttgart zu sehen und zu hören sein werden. Und zwar geht es um Arbeitsstätten, um mobiles Arbeiten und Klimawandel. Und wir starten gleich mit dem Top-Thema, würde ich sagen, mobiles Arbeiten. Sie machen es ja auch schon vor. Sind auch bei sich zu Hause. Was ist denn da konkret Inhalt beim Kongress? Ja, die mobile Arbeit ist in aller Munde. Wir haben ja durch die Pandemie einen erheblichen Schwung erlebt, eine Digitalisierungswelle, die durchs Land ging, mit sehr viel Videokonferenzen, Homeoffice und so weiter. Und dieses Thema geht natürlich auch den Arbeitsschutz etwas an, weil häufig die Bedingungen in den Räumlichkeiten, die die Beschäftigten haben, nicht ganz so optimal sind wie am Arbeitsplatz. Und aus diesem Grunde muss das Thema mobile Arbeit von verschiedenen Seiten aus beleuchtet werden. Wir haben natürlich die ergonomischen Anforderungen, die uns besonders natürlich als Arbeitsschützer interessieren. Wir haben aber auch die ganzen Fragen unfallrechtlicher Schutz zu Hause. Was ist mit der Technik? Wer muss die zur Verfügung stellen? Wie ist die Kommunikationsleistung? Muss es Geld für Entschädigung geben und solche Sachen? Und da gibt es einen sehr interessanten Kongressblock, der das Thema mal von vielen Seiten als New Work betrachtet und mit Vorträgen, aber auch mit einer neuen Form, nämlich dass wir sozusagen im Rahmen eines Workshop-Formats mit der Frau Professor Rosinus das Thema von verschiedenen Seiten beleuchten, neue Forschungsschwerpunkte aus diesem Feld bringen und insgesamt auch die Fragen Kulturwandel, Kommunikation ansprechen werden. Was ist Voraussetzung dafür, dass sich sowohl der Arbeitgeber als auch der Beschäftigte am Ende sagen können, das ist ein gutes Instrument, das wollen wir auch in Zukunft weiter nutzen und wir wollen entsprechende Rahmenbedingungen schaffen. Vielleicht noch ein Hinweis, auch im Kongressprogramm wird vorgestellt werden von Herrn Großejäger, eine Politikwerkstatt, die der Bundesminister für Arbeit und Soziales, das Bundesministerium, heute eröffnet hat. Heute war die Eröffnungsveranstaltung dazu. Politikwerkstatt mobile Arbeit, wo es insbesondere auch um stationäre mobile Arbeit in dem Sinne geht, dass es um Homeoffice geht, nicht um Arbeit im Zug oder im Hotel, sondern um Homeoffice. Welche Rahmenbedingungen sollen da eingehalten werden, wie müssen solche Arbeitsplätze gestaltet werden. Das soll in einem einjährigen Prozess entwickelt werden und dann zu Gesetzesänderungen, vielleicht auch die Arbeitsstättenverordnung angepasst werden, aber auch Handlungshilfen, Empfehlungen oder Policy Papers sollen das Ergebnis sein. Wir haben nämlich im Moment einige Regelungslücken. Es gibt ja die sehr gut geregelte Telearbeit. Im Homeoffice gibt es da noch nicht allzu viel, außer dass man das Arbeitsschutzgesetz einhalten muss und das Arbeitszeitgesetz. Aber was konkret da fehlt, werde ich auch darlegen. Also ein Gebiet, auf dem sich auf jeden Fall in letzter Zeit sehr viel getan hat und weiterhin auch noch tun wird. Ja, das kann man so sagen. Und der Arbeitsschutz muss da dran sein, damit die Arbeitsbedingungen so sind, dass die Leute nicht in 10 oder 20 Jahren doch mit Schäden aus diesem Prozess rausgehen. Die Bilder, die wir im Fernsehen oft gesehen haben, abends in den Tagesthemen, waren nicht immer so überzeugend, dass Menschen am Küchentisch oder an einem Couchtisch in gebückter Haltung ihre Homeoffice-Aufgaben erledigen, ringsherum die Kinder. Das ist wahrscheinlich nicht die ideale Bedingung, um Homeoffice zu leisten. Auch eine hohe Verantwortung natürlich der Beschäftigten selbst, aber auch die Rahmenbedingungen durch den Arbeitgeber bedürfen einer Betrachtung. Ja, spannend, was sich auch bei den Arbeitsstätten tut. Da gibt es auch jede Menge neue Entwicklungen. Was sind denn da so die Schwerpunkte? Ja, natürlich. Das Arbeitsstättenrecht wird ja untersetzt durch technische Regeln. Und diese technischen Regeln werden vom Ausschuss für Arbeitsstätten erstellt, dessen Vorsitzender ich seit vielen Jahren bin. Da sitzen die Sozialpartner zusammen mit den Arbeitsschutzbehörden der Länder und den Unfallversicherungsträgern und Wissenschaftlern und entwickeln dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitswissenschaft entsprechende Regeln, wie man ein Schutzziel
einhalten kann. Und ganz spannend im Moment sind gewesen die Arbeiten, die wir angefangen haben, wo darüber berichtet wird, zu Outdoor-Arbeitsplätzen. Also alle Menschen, die draußen im Freien arbeiten müssen, sei es Straßenbauarbeiten, seien es Landwirte, seien es Menschen, die also mit allem Wetter und allem Regen und Sturm ausgesetzt sind, für die entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen und Regeln zu erstellen. Und das geht schon ein Stückchen fast über zu dem Klimawandel, wo ich nachher noch bestimmt noch ein paar Sätze sage. Aber es geht eben darum, dass Hautkrebs zugenommen hat in den letzten Jahren, dass die Sonneneinstrahlung intensiver geworden ist, länger andauert, auch schon sehr früh im Frühjahr die Sonne sehr intensiv brennt. Und das alles soll verarbeitet werden in einer Regel, die wir erstellen. Und da wird es einen Bericht drüber gehen. Ganz spannendes Thema. Mhm. Ein anderes spannendes Thema ist die Bildschirmarbeit als solche. Wir haben eine neue Anforderung bekommen durch die Arbeitsstättenverordnung zur Bildschirmarbeit auch im Betrieb. Und diese ASR A6, also eine technische Regel, beschäftigt sich mit sicherer Bildschirmarbeit innerhalb von Arbeitsstätten, nicht sozusagen mobil. Aber auch hier werden betrachtet mobile Aspekte. Auch in Arbeitsstätten wird mobil mit Bildschirmgeräten gearbeitet. Und da sind ganz spannende neue Erkenntnisse herausgekommen, die Herr Professor Schmauder von der TU Dresden zusammenfassend darstellen will. Die Regel soll dann im Frühjahr nächsten Jahres erscheinen und wird dann auch für viele sehr interessante Details enthalten, wie Bildschirmarbeit gut gestaltet wird. Ein weiteres modernes Thema, sage ich mal, sind Open Space Bürokonzepte. Auch hier wird es einen Vortrag geben drüber. Frau Fergen von der IG Metall wird sich die Frage stellen, Modern Workspaces, kein Platz, kein mit K in Anführungsstrichen, für gute Arbeit. Doch, natürlich wollen wir auch dort gute Arbeit. Aber es bedarf natürlich diese moderne Arbeitswelt einer Vielzahl von Überlegungen, wie, was Arbeitsplatzabmessungen betrifft, was die Frage betrifft, wie lange bin ich an einem Arbeitsplatz, das sind ja immer wechselnde Formen. Und da gibt es also auch eine ganze Menge neuer Erkenntnisse. Was ich noch hätte, wären Flucht- und Rettungswege, ein immer wieder wichtiges Thema. Da gibt es eine ganz neue ASR seit dem Frühjahr dieses Jahres. Und der Leiter der Projektgruppe wird die vorstellen. Da ist eine ganze Menge Neues für die betriebliche Praxis drin. Und nicht zuletzt auch noch was zum Bestandsschutz am Bau. Da wird der Professor Kote einiges aussagen. Mhm. Ja, total also vielseitig. Man denkt bei Arbeitsstätten, das geht irgendwie nur so um die Büros, aber es ist ja noch viel, viel mehr, was das beinhaltet. Alle Gewerke, alle Gewerbe sind da und auch der öffentliche Dienst, alle sind da drin. Ja, ja, das dritte Thema ist der Klimawandel. Wir haben es alle erlebt. Der Sommer dieses Jahr war wieder einmal sehr heiß. Ja, welche Auswirkungen hat ja, die Situation auf den Arbeitsschutz? Ja, das ist ein nächstes spannendes Thema, was auch die G7 schon behandelt. Es wird im Oktober ziemlich zeitgleich mit unserem Kongress auch ein großes Treffen, internationales Treffen zu dem Thema gehen, weil überall beschäftigt mich natürlich mit den Auswirkungen dieses Klimawandels. Wir werden einen speziellen Blick darauf werfen, was Klimawandel und Arbeitsschutz bedeutet. Die Themen hatte ich vorhin schon angesprochen. Es geht um Hitze, das hatten Sie eben auch gerade gesagt. Wir haben eine Zunahme der Hitzetage in den letzten 20 Jahren um sehr erhebliche Steigerungsraten. Das merken wir ja auch. Die heißesten Sommer waren in den letzten 4 Jahren. Und wir haben damit natürlich verbunden auch selbst für Büroarbeiter erhöhte Belastungen, die jenseits der 30 und 35 Grad Maßnahmen erfordern, die der Arbeitgeber auch eintreffen muss. Über 35 Grad ist eigentlich kein Arbeiten mehr möglich. Das ist ein Arbeitsverbot. Über 30 Grad müssen Maßnahmen, über 26 Grad sollen Maßnahmen getroffen werden. Hierzu wird auch ein Stückchen weit berichtet, was es da für neue gibt. Wir haben uns jetzt auch entschieden, adiabatische Kühlmöglichkeiten mit einzuräumen, natürlich Trinkwasser zur Verfügung zu stellen und andere Dinge. Aber es geht nicht nur um Hitze, es geht um die solare UV-Belastung. Die Hautkrebsfälle haben, wie gesagt, sind anerkannt, wenn sie beruflich bedingt sind und haben erhebliche Anerkennungszahlen erreicht in den letzten 2 Jahren bei Berufskrankheiten. Hier wird über wirksame Maßnahmen gesprochen, wie Arbeit im Freien so gestaltet werden kann, dass sie möglichst wenig mit solarer UV-Belastung verbunden ist. Der oberkörperfreie Bauarbeiter sollte in Zukunft eigentlich der Vergangenheit anhören, auch wenn das immer noch so ein Muster für Stärke sein könnte. Aber das sollte es nicht sein.
Aber es geht noch darüber hinaus. Wir stellen ja auch fest, dass Flora und Fauna sich verändern und damit natürlich auch Gefährdungen sind, indem zum Beispiel übertragbare Krankheiten, die man sonst nur aus fernen Urlaubsländern kennt, wo man sich dann hoffentlich schützen kann durch Impfung oder auch nicht, zum Beispiel durch die Tigermücke oder andere übertragbare Krankheiten hier bei uns Fuß fassen. Und nicht nur diese, sondern auch noch Pflanzen selbst sich ausbreiten, die selbst zu Ekzemen und Allergien führen. Und das über einen längeren Zeitraum im Jahr, weil Frühjahr und Herbst auch verschoben sind. Also ein hochkomplexes, spannendes Thema. Und es wird bestimmt ein interessanter Tag, weil man über sehr viele Aspekte bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin jetzt diese Dinge zusammengetragen hat. Man hat die auch veröffentlicht und es ist eine Frage, wie wir das jetzt in die praktische Arbeit umsetzen, wie wir da Regeln erstellen können, wie man sich schützen kann. Ganz wichtiges Thema. Mhm. Herr Pernak, wir wollen nicht noch mehr vorwegnehmen. Es war eine super Zusammenfassung. Es klingt alles super spannend. Jetzt hoffen wir natürlich, dass auch alle Interessierten vorbeikommen bei der Messe, beim Kongress vom 18. bis zum 20. Oktober in der Messe Karlsruhe. Und dann sehen wir uns auch mal wieder persönlich. Ja, das ist schön und ich freue mich auch darauf. Schönen Dank auch. Und ich würde mich auch freuen, wenn ich sehr viele Gesichter wieder sehe, die wir schon kennen oder auch neue Gesichter hinzugewinnen können. Denn das ist alles sehr praxisrelevant, finde ich. Und das müsste die Betriebe eigentlich ansprechen, die Sicherheitsfachkräfte ansprechen, die Betriebsärzte ansprechen, aber auch die Arbeitgeber und Beschäftigten selbst. Kommen Sie nach Stuttgart. Es wird spannend. Sehr gut. Vielen Dank, Herr Pernak, und bis bald.